Liegevideos sind ein einfacher Weg, um Informationen multimedial darzustellen. Und so geht es. Was wird benötigt? Ein kleines bisschen Kreativität. Technische Grundkenntnisse im Gebrauch einer Kamera. Technische Grundkenntnisse im Gebrauch mit einfachen Schnittprogrammen, zum Beispiel Camtasia. Technische Grundkenntnisse im Gebrauch mit Mikrofonen. Eventuell wäre ein zweiter Kollege sinnvoll. Die Bildung von Arbeitsgruppen mit anderen Kollegen, die Interesse daran haben, auch ein Liegevideo zu kreieren, wäre empfehlenswert. Vorbereitungsarbeiten. Komplett ausgearbeiteter Sprechtext. Vortrag, der im Video behandelt vorgetragen werden soll. Gut wäre auch schon eine grobe Vorstellung dessen, welche Schlüsselwörter sich für das Video als Bild eignen könnten. Equipment. Kann im Verleih ausgeborgt werden. Bitte auf die Verleihzeiten achten. Um das Paket zu buchen, schreibe einfach eine Mail an verleih@fhstp.ac.at. Der Verleih befindet sich im dritten Stock, direkt neben dem TV-Studio. Falls nicht schon bei den Vorbereitungen gemacht, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, die Schlüsselwörter im Text in irgendeiner Art und Weise hervorzuheben und diese zusätzlich zu notieren. Die Schlüsselwörter mit möglichst einfachen und nicht aufwendigen Bildern darstellen. Finde passende Bilder, schneide sie so gut es geht in einer einheitlichen Größe aus. Ideale Größe wäre irgendwo zwischen A6 und A7. Die Bilder sollen pro Sequenz gemeinsam auf dem Tisch liegen und mit der Kamera abgefilmt werden können. Die Bilder können entweder aus dem Internet gesucht werden oder im Grunde auch selbst gemalt werden. Bedenke jedoch, wir möchten, dass die Leute dem Gesprochenen folgen können und sich nicht zu sehr von den Bildern ablenken lassen. Die Bilder dienen nur zur zusätzlichen Hervorhebung des gesprochenen Textes bzw. der Schlüsselwörter. Royalty-free Footage. Bilder, die für non-kommerzielle Zwecke verwendet werden können, findet man zum Beispiel auf pexels.com. Mehr Infos zu dem Thema Creative Commons bzw. Urheberrecht bei Bildern findet man auch in unserem Skill-Blog auf skill.fhstp.ac.at. Link in der Beschreibung. Die fertig ausgeschnittenen Bilder den Schlüsselwörtern zuordnen. Lese den Text mit den Bildern durch. Bei jedem Schlüsselwort das passende Kärtchen nehmen, sowohl am Kärtchen als auch im Text mit identer Nummer versehen, sowie das Schlüsselwort mittels Textmarker hervorheben. Nun lese den Text mehrmals durch und versuche die Bilder schon der Reihe nach in richtiger Reihenfolge und von verschiedenen Seiten der Reihenfolge passend reinzuziehen. Markiere im Text sinnvolle Absätze, die mit den maximal ablegbaren Bildern pro Szene korrelieren. Bereite die Absätze als Szenen vor und lege die Kärtchen so an ihren Platz, dass sie im kürzesten Weg und in der richtigen Reihenfolge ins zukünftige Bild gezogen werden können. Skizziere jetzt die einzelnen Szenen bzw. Absätze. Zeichne einfach Rechtecke mit den Kärtchennummern und deren Bewegungsvektor ins Bild. Somit weiß man, wenn man den Text liest, wann welches Bild wo reingezogen werden muss. Beim Dreh bereite jeweils eine Szene bzw. einen Absatz vor. Lege die Kärtchen wie in der Skizze hin, starte die Aufnahme und mache den Absatz bis zum Ende durch. Wenn der Absatz fertig ist, müssen alle Karten vom Tisch gewischt werden. Gib die Hände vom Tisch weg, stoppe die Aufnahme und bereite den nächsten Absatz vor. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis der gesamte Text als Video mit einzelnen Szenen der Absätze aufgenommen wurde. In diesem Schritt werden die Aufnahmen vertont. Aufnahmegerät aufdrehen, auf dem Mikrofonständer bzw. den Tischständer möglichst nahe positionieren und die Lautstärke auf ca. minus 12 dB einpegeln. Nun starte wieder pro Szene eine Aufnahme. Passiert ein Fehler, lasse die Aufnahme weiterlaufen und wiederhole den Satz. Dazu einfach möglichst flüssig, nicht zu langsam oder monoton den Text herunterlesen. Zu guter Letzt kommt der Schnitt. Die Sequenzen sichten und aneinanderreihen. Hierfür kann das Paket Inverted Classroom im Bereich E-Learning-Materialien vom Verleih ausgeborgt werden.
Dies ist ein Notebook mit dem Freeware-Schnittprogramm Camtasia. Natürlich kann auch jedes andere vorhandene Schnittprogramm verwendet werden. Die Videos um 180 Grad drehen, damit die Bilder aus Sicht der ersten Person wahrgenommen werden. Sichte die Videos Szene für Szene durch. Bei Mehrfachaufnahmen entscheide dich für die beste Szene. Als nächstes können die Tonaufnahmen auf die einzelnen Videosequenzen gezogen werden. Je nachdem können die Bildaufnahmen schneller oder langsamer gemacht werden, dass sie auf den gesprochenen Text passen. Video rendern in 1080p für YouTube. Fertig!